Guten Abend, liebe Bewohner. Es ist Montag, der 29. Januar 2024, 20.48 Uhr hier auf Isla Nook. Hier nur das Neueste für heute. Wir haben jemand Neues auf unserer Insel. Heißen wir Yoshino auf Isla Nook willkommen. Willkommen, Yoshino. Ich bin sicher, dass dir das Leben auf unserer Insel gefallen wird. Und damit mache ich mich wieder daran, euch das Inselleben so angenehm wie möglich zu gestalten. So, und damit hallo und recht herzlich willkommen zurück zu Animal Crossing New Horizons. Joa, wir haben einen neuen Tag voller Abenteuer vor uns. Ein bisschen lange gebraucht zum Laden. Surf and KK, okay, gut. Ich habe gesehen, wir haben einen Gast am Marktplatz, den wir bisher noch nicht... Was ist denn hier los? Was ist, sie studiert Webdesign. Voll alles im Gang. So, und wer bist du? Dich kenne ich noch nicht. Schubert, hey, grüß dich. Ah, Schubert, okay. Ah, ein neues Gesicht. Sehr erfreut, der Herr. Schubert heiße ich. Hast du ja sicher schon gesehen. Aber bei mir gibt es Schuhe, Strümpfe und Taschen. Ich komme hier immer mal wieder vorbei. Würde mich schwer freuen, dich dann zu sehen. Echt jetzt. Na, magst du mal mein feines Sortiment heute reinschnuppern? Ein paar Filzpantoffeln. Ein paar Skistiefel. Oh, das ist sehr cool. Sondern nur noch Taschen. Ist ja eigentlich stinkt hier. Okay. Ja, Horst, Übungen daneben sind halt unpraktisch. Aber ja, so, okay. Da ist Nux Laden. Wir haben noch kurz Zeit, bevor die Schneiderei zu macht. Schauen wir da nochmal kurz rein. Was ist denn das hinten für ein Superheldenkostüm eigentlich? Schauen wir uns das nochmal an. Prinzentunika. Entschuldigung, kein Superheldenkostüm, sondern eine Prinzentunika. Wie kann ich mir das nur erlauben? So, pass auf. Oh. Ehemalige Militärjacke. Mit Umhang sogar. Oh Gott, das ist ein Superheldenkostüm. Kannst du erzählen, was du willst. Radlerjacke. Oh yes, ich liebe Cargohosen. Aber es gibt halt so wenig Farben davon. Das ist echt schade. Thermohose? Nein. Lass mich nochmal reinschauen. Schau, da gibt es die Angelhosen in Blau. Oder ja, in Orange nehmen wir sie. Oh, die schaut eigentlich echt furchtbar aus. Aber hey, fuck it. Fuck it. Nein. Möchte ich nicht gleich tragen. Aber ich möchte sie zumindest haben. So. Danke dir, Tina. Ciao und vor. Dann schauen wir mal. Gerrit, haben wir mit dir schon geredet? Noch nicht anscheinend. So, wir kriegen heute noch einen neuen Besucher. Der kommt hier hin. Unterwegs. Und da haben wir Yoshino. Und das Haus ist echt schön. Ich habe jetzt von außen gar nicht so diesen typischen Japan-Hauch, nenne ich es mal. Von innen ja, vollkommen.
stopp, stopp. Nee. Nein, 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 nein. Hallo Yoshino. Weißt du noch, wie du meintest, ich soll ruhig hier auf die Insel ziehen? Neulich auf dem Campingplatz? Tja, gesagt, getan. Okay, du. Heute muss ich noch mega viel auspacken und so, aber morgen bin ich ganz für dich da. Bin ich gespannt, freue ich mich drauf. Freue ich mich drauf. Das bedeutet für mich, Rosi haben wir schon getroffen, Waldemar ist schon zu Hause. Maria ist auch zu Hause, Horst haben wir auch schon getroffen. Klappern sie mal wieder alle ab hier nacheinander. In Zukunft wird es dann halt noch eine Person mehr sein. Moin, schon cute. Die Lieblingschips. Ich glaube, seine Lieblingschips sind Pombeeren. Ich glaube, er mag gerne Pombeeren. Das wäre sowas, das würde voll zu ihm passen. Ist komisch, dass Wolfgang weg ist. Aber irgendwie auch schön. Er hat irgendwie nicht so ganz reingepasst. Durch sein Wellblechhaus. So, Maria baut. Na gut. Das können wir verkaufen, die Skistiefel müssen wir behalten. Die schauen cool aus, du kannst sagen, was du willst, die schauen cool aus. Schauen, was wir an Skistiefel-Outfit so mixen können, vielleicht für Februar. So faschingsmäßig oder so. Müssen wir mal gucken. So. Wenn Rosi jetzt noch weggeht, können wir Schubert mal kurz ansprechen für ein Thumbnail. Firma dankt. Wer sagt das noch immer, Firma dankt? Ah, Ding, hier. Unsere Waschbärenbrüder. Sagt immer, Firma dankt. Da können wir auch was einlösen, endlich mal. Die Gewässerlizenz. Dann haben wir die nämlich auch fertig. Und dafür gibt es bestimmt auch wieder Meilen. Aber ich wollte tatsächlich eigentlich von der Gewässerlizenz, muss ich sagen, keinen Gebrauch machen. Bis auf diese eine Nutzung. Aus dem einfachen Grund, dass ich mir mein Zeug nicht verbauen will. Weil wenn du die Natur einmal änderst, schaut sie oft danach nicht mehr so aus, wie es davor war. Deswegen... Schlummerlied... Wir bestellen einfach die ganzen Lieder nacheinander durch. Das, was wir am Anfang nicht so ganz gemacht haben. So. Max, dritter Besuch. Hi, hier ist Max. Wie kann ich helfen? Hallöchen übrigens, falls ich das noch nicht gesagt habe. Ich bin nur aufgeregt, dass mich jemand anruft. Also willst du mal Hallo sagen oder ist irgendwas? Das klingt ja toll. Ich komme zum Campingplatz von deiner Insel. Bis bald, Menschlein.
währenddessen kaufen wir noch zwei andere Sachen. Die Einwilligung können wir dir noch freuen. Ah! So, 10.000. Wissen wir schon. So. Jawohl, auf geht's, vorher haben wir einen neuen Aufgang. Mit Yoshino. Stimmt, Yoshino müsste schon dabei sein. Jawohl, ist schon mit dabei. Uff, etwas eng hier. Dennoch, der Aufhang wurde nun fertiggestellt und das wollen wir heute gemeinsam feiern. Danke, vielen Dank. Isla Nook entwickelt sich prächtig und das ist euch allen zu verdanken. Ja, ja. Ich hoffe, wir können auch weiter in dieser wundervollen Insel zu neuen Höhen verhelfen. In dem Zusammenhang hier noch ein paar Worte jener Person, die bei diesem Aufgang mitgewirkt hat. Wer könnte das wohl sein? Natürlich unser Matze. Möchtest du etwas hinzufügen, Matze? Wir sind spitze. Tja, gut gesprochen. Danke für diese aufbauenden Worte, Matze. Nun gut, die Feier neigt sich dem Ende zu. Alle, die zum Andenken gerne noch ein Foto hätten, sollten sich bereit machen, zu drücken. In diesem Sinne, der Aufgang sowie Isla Nook verdient zum Abschluss ein lautes Hurra, also Hurra. Sehr cute. So, damit ist unser vorletzter Aufgang fertig. Und jetzt haben wir eben noch einen Aufgang. Und dann ist unsere ganze Insel frei begehbar. Und das ist schon extrem cool. Die Eule war davor schon weg. So, pass auf. Da ist nichts. Was machen können wir hier erst einmal mit einsammeln. So. Mal Captain. Was ich vielleicht hätte mal tun sollen, was ich noch gar nicht getan habe. Kriegen wir nicht eigentlich immer ein bisschen Geld? Hier nicht. Das war so klar. Das ist echt. Das ist ein Fluch, wie schnell unsere Sachen kaputt gehen. Ich sollte auf der anderen Seite auch nochmal so eine Werkbank errichten, dass man gleich immer Zugriff hat, so wie es hier ist praktisch. Ist der Überscherz jetzt einfach.
Das gibt's gar nicht. Das gibt's gar nicht. Na gut, sie hält zumindest länger als die Wackelschaufel, wahrscheinlich. Na, wenigstens etwas. Jetzt haben wir auch wieder zu viele Steine. Nice. Ein Besparsch oder so wieder. Das ist nichts Besonderes. So, ja. Ja, nur so wie Glanz. Da war kein Sterne-Ding drin. So. Schlechter Punkt. So. Zumal nichts hier bisher. Kann gar nicht sein. So. Ist ja auch freie Besuchszone mittlerweile hier oben.
So, hier ist auch nichts. Ach, Zara, was ist los? Ich möchte gerade ungern allein sein, weiß selber nicht genau, woher das kommt. Also, wäre es dir vielleicht recht, wenn ich zu dir nach Hause komme? Oh nein. Ja, wir sind zu Hause. Da wollte ich jetzt überhaupt nicht hin. Klar, komm rein. Okay. Oh, Scheiße. Scheiße. Also, sie können nicht in andere Zimmer gehen, gell? Das ist mir das letzte Mal schon aufgefallen. Sie bleiben immer bei diesem einen Zimmer. Oh, what the fuck. Danke. So, Sarah, hast du es jetzt dann? Okay. What the fuck? Ah, sie kommt automatisch mit. Ja. Danke, Tara. Aber ich muss noch ein bisschen was machen, leider.